Hey Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute soll es mal wieder um Essen gehen und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was sind so Brotbelag-Kombis, auf die man vielleicht selber nicht so kommt oder die man vielleicht auch nicht so kennt, und habe euch, wie gesagt, dann hier 8 verschiedene Ideen zusammengestellt. Es sind sowohl süße als auch herzhafte Sachen dabei, also kommt jeder auf seinen Geschmack, denke ich mal. Die meisten dieser Toast-Ideen sind vegetarisch und einige sind sogar vegan, beziehungsweise man könnte sie easy vegan machen, indem man einfach zum Beispiel normalen Joghurt gegen Soja-Joghurt austauscht oder so, sodass wir für jeden was dabei ist. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zusehen und let's go mit dem Video. Als erste Frühstückstoast-Inspiration mache ich hier eins mit körnigem Frischkäse und Himbeeren. Meine Mama hat das früher immer mit Himbeermarmelade gegessen, also quasi körnigem Frischkäse und dann Marmelade drüber. Und ich dachte mir, ja, mit Himbeeren selber ist das ja bestimmt auch ganz gut, und da ist es ja noch ein bisschen, ja, weniger Zucker dabei und so. Und ich muss sagen, es hat auch echt gut geschmeckt. Allerdings hätte ich dann ein bisschen mehr Sirup drüber machen können. Also ihr seht das dann gleich noch. Ich habe dann jetzt erstmal hier die Himbeeren gewaschen und da drauf gelegt und dann noch so einen Apfelsirup genommen. Also das ist so ein ähnlicher wie Agavendicksaft, und habe da ein bisschen was drüber gegeben. Und da muss ich sagen, war ich ein bisschen zu sparsam, weil der Königliche Frischkäse ja doch relativ sauer ist und da hätte man noch ein bisschen mehr entgegenwirken können. Aber trotzdem war es auf jeden Fall eine leckere Kombi, und wenn ihr gerne Königlichen Frischkäse mögt, dann ist es auf jeden Fall auch was für euch. Als nächstes habe ich das gute alte Nutella-Toast gemacht, und ich muss ja sagen, dadurch, dass Nutella meiner Meinung nach an sich schon sehr, sehr lecker schmeckt, kann man da ja wahrscheinlich jede Art von Früchten drauf machen und es wird immer gut schmecken. Ich persönlich finde aber, die zwei besten Kombis mit Nutella sind einmal mit Nutella und Erdbeeren und Nutella und Banane. Das ist vor allem auch mein Papa oft zum Frühstück, daher kenne ich das, und das ist ja wirklich auch eine super leckere Kombi, aber ich wollte es eben hier mal mit Erdbeeren machen. So sieht das Ganze dann am Ende aus, und das war wirklich mein absoluter Favorit von den ganzen Toasts. Also wir haben uns die dann geteilt und ich konnte von jedem kosten, und das war echt das Allerbeste. Dann gibt es hier natürlich auch noch ein bisschen Inspo für alle, die es lieber herzhaft zum Frühstück mögen. Und zwar habe ich da erstmal Frischkäse auf das Toast drauf gestrichen. Also das war so ein Frischkäse mit Joghurt. Ich finde, der schmeckt ganz besonders gut und ist auch ein bisschen fettärmer als normaler Frischkäse. Und dann habe ich so Räucherlachs genommen und den da, ja, so draufgelegt. Also, ne, wie man das vielleicht von Omi noch kennt. Also meine Oma hat früher immer ganz oft, wenn es irgendwie abends Schnittchen gab, so Lachsschnittchen gemacht. Und dann habe ich auch noch ein bisschen Dill, den kann man auch im Tiefkühlregal, so tiefgefroren eben holen, darüber gestülpt. Und dann war das auf jeden Fall eine sehr leckere, herzhafte Frühstückstoast-Idee. Als nächstes hatte ich hier erstmal in so einem kleinen Gefäß ein bisschen Skier mit Vanille-Chunky-Flavor angerührt. Also das ist so ein Geschmackspulver, damit das Ganze dann eben wie zuckerfreier Vanillequark ist. Man könnte aber natürlich auch gleich Vanillequark nehmen oder auch griechischen Joghurt, und habe das da auf das Toast drauf gestrichen. Dann habe ich noch ein paar Blaubeeren abgewaschen und darüber gelegt und zum Schluss noch ein bisschen Honig über das Toast drüber geträufelt. Und das war dann auch eine super leckere Kombi, die vor allem auch gut satt gemacht hat, dadurch, dass da ja Quark drauf war. Quark hat viel Eiweiß, und wenn irgendwo viel Eiweiß drin ist, dann hält das immer sehr gut satt. Wherever I go, it's the same. There's no excuses, no one to blame. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you, everything has changed, even though we both stay the same. Als nächstes habe ich wieder so eine Gorgonzola-Feige-Walnuss-Kombi gemacht, weil ich das irgendwie total liebe. Aber ich muss sagen, das ist wahrscheinlich nicht jedermanns Geschmack. Aber wenn ihr das schon mal gegessen habt, dann ist das auf jeden Fall was für euch. Und wenn nicht, könnt ihr es ja wenigstens mal ausprobieren. So habe ich da erstmal so einen Gorgonzola-Frischkäse drauf gestrichen, dann eine Soft-Feige, also eine getrocknete Feige, aufgeschnitten und da auch drauf gelegt. Und dann kamen zum Schluss noch ein paar Walnüsse drüber. Also die habe ich so ein bisschen auseinandergebröckelt und da drüber gestreut. Und wer mag, kann da auch noch ein bisschen Honig drüber machen oder vielleicht auch so Preiselbeer-Soße, also so das, was man eigentlich über einen Backcamembert macht, das schmeckt da auch gut dazu. Als
Als nächstes habe ich mal die Erdnussbutter-Bananen-Kombi auf einen Toast gebracht. Also ich muss sagen, dass ich super gerne einfach nur so eine Banane mit ein bisschen Erdnussbutter bestreiche und das esse. Aber da dachte ich mir, okay, das kannst du vielleicht auch auf dem Toast probieren. Habe ich noch nie probiert. Ich habe immer nur Nutella und Banane in der Kombi gegessen, aber das war auch sehr lecker. Also ich hatte dann halt nur ein ganz kleines Stück von der Banane abgeschnitten, darauf gelegt und dann habe ich noch ein paar Chiasamen drüber gestreut, weil ich dachte, dass es dann schöner aussieht. Das seht ihr auch gleich. Leider hat es nicht so viel gebracht, weil das irgendwie alles so zentriert an einer Stelle ist. Aber ja, war auf jeden Fall auch sehr lecker, war auch einer meiner Favoriten aus diesem Video. Als nächstes habe ich wieder was mit Frischkäse gemacht. Es ist irgendwie ganz schön viel Frischkäse dabei, sehe ich gerade. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Und zwar habe ich einfach wieder diesen Frischkäse von vorhin, also den ich auch beim Lachs verwendet habe, einmal schön dick drauf gestrichen und dann ein paar Tomaten aufgeschnitten und verteilt. Also solche Cherry-Tomaten, solche kleinen. Und dann Balsamico-Essig drüber gemacht. Also das ist ja auch so irgendwie so eine klassische Kombo. So, wobei eigentlich eher Mozzarella, Tomaten und dann Balsamico. Wenn man das zu Hause hat, könnte man natürlich da auch gut noch ein paar Basilikumblätter drüber machen, hatte ich leider aber nicht gehabt, aber das hätte die ganze Kombi natürlich noch mehr abgerundet, aber auch so hat es schon ziemlich gut geschmeckt. Und das ist dann auch wieder eine schöne, leichte, herzhafte Toast-Idee, die man zum Beispiel auch zum Abendessen essen könnte oder zum Mittagessen. You come over when nothing's right. Would you hold it tight in the rain? Als letztes habe ich noch eine herzhafte Avocado-Speck-Ei-Kombi mir überlegt. Und zwar habe ich da erstmal eine Avocado halbiert und da eben so Streifen reingeschnitten, damit man die dann schön beim Rauslöffeln, also beim Rausheben schon in Streifen geschnitten hat. Ihr wisst, was ich meine. Und nebenbei habe ich schon in einer Pfanne so ein paar Speckwürfel angebraten und als die angebraten waren, dann ein Ei drüber gegeben, also so einfach ne, Spiegelei-Style. Und dann den Deckel drüber gemacht. Hier habe ich dann erstmal noch ein bisschen mit den Avocadoscheiben gestruggelt, weil die ja immer ganz schön schlüpfrig sind. Um das zu umgehen, könnte man natürlich auch einfach in einer kleinen Schüssel die halbe Avocado so zermatschen, also wie man es normalerweise auch macht auf dem Toast. Und dann habe ich eben diese Ei-Speck-Kombo da drauf gegeben. Jetzt könnte man das eigentlich schon so lassen, aber ich mache gerne immer noch ein bisschen Sweet-Chili-Soße drüber. Also das ist eigentlich so eine asiatische Soße, aber ich finde, zu Ei und Speck passt es auch richtig gut. So sieht das Ganze dann noch in einer fancy Beleuchtung aus. Also das ist auf jeden Fall das mächtigste Toast, also das, was am dicksten belegt ist und auch am energiereichsten jetzt, sage ich mal, belegt ist. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch was, was ich sehr, sehr gerne auch zum Mittag esse, also nicht nur zum Frühstück. Hier habt ihr nochmal einen Gesamtüberblick über alle Toasts, die ich in diesem Video gemacht habe. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Favorit ist, wenn ihr was ausprobiert habt oder was ihr auf jeden Fall als erstes jetzt ausprobieren werdet nach dem Video von den Toast-Ideen. Ich bin sehr gespannt. Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Ich bin sehr gespannt, was ihr euch da am leckersten vorstellt oder was ihr auch am leckersten findet, wenn ihr es schon ausprobiert habt. So Leute, das war's für dieses Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und dass ihr die ein oder andere Inspiration entnehmen konntet. Ihr könnt gerne auch noch weitere Vorschläge in die Kommentare schreiben, also weitere Brotbelag oder Toastbelag Vorschläge, die ihr so kennt und gerne esst. Da können wir uns dann noch so ein bisschen austauschen und andere Zuschauer könnt dann auch in den Kommentaren noch ein paar mehr Inspirationen holen. Ansonsten freue ich mich auch immer riesig drüber, wenn ihr mir Sachen davon auf Instagram zuschickt. Also wenn ihr jetzt beispielsweise einige von den Toasts nachmacht, könnt ihr mir das gerne auf Instagram zusenden und sagen, wie ihr es findet. Oder ihr könnt auch das in eure Story stellen und mich dann markieren, dann sehe ich das auch und da freue ich mich immer total drüber, wenn euch das dann auch schmeckt, auch wenn es jetzt hier in dem Moment keine richtigen Rezepte waren, sondern nur so Inspirationen oder Ideen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer noch eine ganz tolle Zeit. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bis dahin. Tschüss!